Auch wenn sich der Löwe in Berlin mittlerweile als Wildschwein entpuppt hat, wurde ja zumindest zwischenzeitlich vermutet, dass ein Löwe aus einem privaten Haushalt entflohen sein könnte. Und da stellt sich doch die Frage, ob man solche Tiere in Deutschland überhaupt als Haustiere halten darf und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. In Berlin ist das Halten von Raubkatzen grundsätzlich verboten. In Hessen zum Beispiel auch, allerdings erst seit dem 9. Oktober 2007 hatte man also schon vorher ein Wildtier, davon das auch verhalten, genauso wie etwaige Nachkömmlinge. In Bayern geht es sogar noch weiter. Hier ist das Halten von Raubkatzen wie Pumas oder Löwen grundsätzlich erlaubt, sofern von den Tieren keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, der Halter ein berechtigtes Interesse geltend macht und als zuverlässig eingestuft wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in eurem Bundesland aussieht, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Miau.